Auf dem Maskenball verstecken alle ihr wahres Gesicht hinter den Masken. So bleiben Romeo und seine Freunde vorerst unerkannt. Tybalt beobachtet das Flirten zwischen Romeo und Julia. Er mobilisiert seine Freunde und beinahe kommt es zu tätlichen Auseinandersetzungen. Doch im letzten Moment geht Julias Vater noch dazwischen und weist Romeo und seinen Freunden die Türe. Doch Tybalt schwört Rache.